Hallo Menschen, ich möchte heute Die Traumknüpfer von Caroline Wahl rezensieren. Dieses Buch habe ich selber, also aktiv über das Bloggerportal angefragt und ich habe seit Monaten darauf gewartet. Also beim Bloggerportal kann man erst so 2 Wochen bevor es rauskommt, wirklich anfragen. Und ich hatte das weit vor Weihnachten in meinen Kalender geschrieben, hatte wirklich, wirklich Lust auf dieses Buch, wollte auch mal wieder Fantasy lesen und gerade deswegen ist es halt so schade, dass es mich nicht wirklich überzeugen konnte. Falls die Prämisse aber interessant für euch klingt, ist es vielleicht trotzdem ein Versuch wert, denn ich habe online jetzt nach dem Lesen nur positive Rezensionen gesehen, absolute 5-Sterne-Bewertungen, also erscheine ich hier irgendwie ein bisschen aus dem Rahmen zu fallen. Und in dem speziellen Fall möchte ich euch tatsächlich mal den Klappentext vorlesen, weil das ja auch das Einzige war, was mich so zu dem Buch gezogen hat. Es gab ja damals noch keine Bewertungen. Und da heißt es: Tief verborgen im Nebel liegt die geheimnisvolle Insel Mi, der Mittelpunkt der Welt der 4 Jahreszeiten. Seit Jahrhunderten schläft dort die Traumknüpferin Udina, die durch ihre Träume die Welt im Gleichgewicht hält. Doch nun sind die 4 Jahreszeitenvölker in Aufruhr. Dörfer brennen, Menschen werden ermordet und Gerüchte über einen drohenden Krieg machen die Runde. Blablabla, denn sollte sie erwachen und der Traum zerbrechen, ist die Welt der 4 Jahreszeiten in Gefahr. Die Splitter von Udinas Traum verleihen jedem, der sie findet, die Macht der Götter und wenn sie in die falschen Hände geraten, werden die Kriegsgerüchte zur brutalen Wirklichkeit. Und ja, wie gesagt, ich hatte wirklich mal wieder Lust auf sowas richtig Fantastisches und wortwörtlich Traumhaftes und in dieser Geschichte folgen wir dann speziell Kael, dem Prinz der Sommerlande und Navia, einem so sehr taffen Mädchen aus eher einer ärmlichen Region in den Winterlanden. Und die zwei sind halt auf besondere Art und Weise miteinander verknüpft. Sie träumen dann voneinander, was war das? Träumen dann voneinander und begeben sich so dann an 2 verschiedenen Punkten auf ihre Quest. Der Magieaspekt kommt in diese Welt hauptsächlich durch die Nachfahren der Götter, das sogenannte verlorene Volk, was sich zum Zeitpunkt der Handlung halt eher bedeckt hält. Es gab da früher Verfolgungen und auch von ihrer Seite her einige Grausamkeit und aktuell zeigen sie ihre besonderen Fähigkeiten halt nicht in der Öffentlichkeit und zumindest die meisten nicht, die jetzt nicht im kriminellen Milieu unterwegs sind. Und diese 3 Fähigkeiten, die es da gibt, nennt man eben einmal Traumtrinker, Seelensänger und Weltenwandler. Und zunächst das Positive, ich mochte die Welt. Ich finde es zwar an sich sehr unlogisch, dass 4 Inseln, die so nah beieinander liegen und teilweise ja sogar auf dem gleichen Breitengrad, unterschiedliche klimatische Bedingungen aufweisen, aber das konnte ich um der Geschichte willen eigentlich ignorieren und mich darauf einlassen. Also dieses, wie sagt man eigentlich auf Deutsch, Suspension of Disbelief hat gut funktioniert. Die verschiedenen Länder haben auch alle sehr unterschiedliche Eigenschaften, also sie wirken kulturell anders, was ganz interessant war. Und ich war auch in die Handlung involviert. Ich wollte wissen, was passiert. Ich wollte wissen, was es mit diesen verschiedenen magischen Fähigkeiten auf sich hat. Denn wir hören zwar diese Begriffe, aber wissen noch nicht so wirklich, was es bedeutet. Und hatte halt, wie gesagt, Lust auf Fantasy. Leider hatte ich dann einige Probleme und es kamen mir zu viele Klischees vor. Eine Sache, die ich in keiner Geschichte besonders mag, ist diese sogenannte Insta-Love, also 2 Personen unterschiedlichen Geschlechts treffen sich zum ersten Mal und haben sofort Herzklopfen und es kribbelt und 2 Tage später sind sie zusammen. Und wenn dann mal ein Dritter, ein Außensteher, sowas sagt wie: Wir kennen ihn erst seit 2 Tagen, vielleicht sollten wir dem noch nicht vertrauen, dann ist die Reaktion: Ach, du bist doch nur eifersüchtig. Und solches Teenager-Drama brauche ich nicht unbedingt in meinem Erwachsenen-Fantasy-Roman, um ganz ehrlich zu sein. Es entstanden dann auch so einige Probleme aus Nicht-Kommunikation heraus, beziehungsweise der spezielle Fall war hier: Ich kann nicht mit ihm zusammen sein, denn ich bin kein Mensch und das kann ich ihm nicht sagen. Und er sagt, nee, das ist, warum nicht? Also ich verstehe vielleicht, wenn sie sagt, ich möchte kein Kind gebären, damit diese Bürde der magischen Fähigkeiten nicht nochmal weitergereicht wird. Aber das kann man ja einrichten. Man kann doch auch einfach so zusammen sein. Und wenn die sich mögen, steht dem überhaupt nichts im Weg, denn körperlich sind die Menschen und sie verhält sich wie ein Mensch. Sie hat halt nur besondere Fähigkeiten. Und ich habe ja schon angedeutet, dass es da früher Probleme so zwischen den Völkern, oh, das sind ja keine Völker, gab. Aber jetzt ganz ehrlich, viele später so interessiert es dann auch teilweise nicht mehr. Die wissen, dass es diese Menschen mit besonderen Fähigkeiten gibt. Und es sind ja, wie gesagt, auch Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Und da wird halt schon so ein Drama wieder aus irgendwas gemacht, was überhaupt kein Problem ist. Etwas, was mir auffiel, was mich das Buch jetzt aber nicht negativ bewerten ließ, ist, dass man das Gefühl bekommt, die Autorin hat schon etwas verkrampft versucht, die Namen nach Fantasy-Romanen klingen zu lassen. Und leider wurde auch nirgendwo erklärt, warum jeder Name einen Doppelvokal drin hat. Das war immer, das war komisch. Ich lese euch mal ein paar Namen vor, also sowas wie Darth Ileaf, Rina, Irenal, Garen, Arlen und so. Und ich meine, ich weiß, dass man seinen Protagonisten in der Fantasy-Geschichte jetzt vielleicht nicht unbedingt Rüdiger nennt, aber hier war es dann doch ein bisschen auffällig. Um Vergleich zu nennen,
In der Herr der Ringe natürlich gibt es auch solche Namen wie Galadriel, aber dann haben wir halt auch Frodo und Sam und auch Gandalf. Klingt jetzt nicht nach Wululululu, sondern das finde ich ein bisschen, weiß auch nicht, normaler halt. Also man hat so das Gefühl, sie wollte besonders wirken. Eine Sache, die da allerdings schon ein größeres Problem für mich darstellte, war der Bösewicht, sag ich mal, der sich dann herauskristallisierte, denn der blieb absolut blass. Ich weiß überhaupt nicht, was der eigentlich wollte. Macht vermutlich, aber auch da dachte man sich so ein bisschen, ja, warum denn jetzt eigentlich? Also dem ging's gut, der kommt nicht aus einer unterdrückten Gegend und dann fängt er halt plötzlich an, alle abzuschlachten und die Länder erobern zu wollen und ich habe überhaupt keine Verbindung zu dem aufbauen können. Also ich meine, wenigstens Hass wäre ja auch schön, aber er ist zum Beispiel auch nicht so eine Gestalt wie Joffrey aus Game of Thrones, der absolut verachtenswert ist, aber dadurch wenigstens einen vollen Charakter hat. Es gibt zwar eine Stelle, da wird mal sowas gesagt, ja, er ist eher wie so ein trotziges Kind, aber auch das wird nicht ausgebaut, sondern er bleibt so blass, er ist mir eigentlich vollkommen egal und nicht nachvollziehbar, was der eigentlich gerade von der Welt will. So, dann gab es auch so ein paar Sachen, die ich nicht mal nur der Autorin ankreiden will, sondern wo ich vielleicht auch sage, da hätte mal ein Lektorat eingreifen können. Ist halt so, dass sich bei mir so ziemlich alles sträubt, wenn ich in einem Buch als wie lese. Und dann halt so Sachen, dass am Ende des Satzes manchmal zwei Punkte standen statt einer oder hier drei oder ein Buchstabe zu viel drin war, sodass dann halt ein ganz anderes Wort rauskam. Und es gab auch so Momente, da finde ich, hätte sie mal noch einen Satz mehr zum Setting bringen müssen, denn ganz am Anfang zum Beispiel habe ich erst nach 5 Seiten mitgekriegt, dass die eigentlich die ganze Zeit laufen. Für mich saßen die ganze Zeit an einem Lager. Ich habe auch extra nochmal zurückgelesen, ob das dort stand, dass die sich gerade bewegen, was nicht der Fall war, aber nur so Kleinigkeiten. Ja, und dann häuften sich leider aufs Ende hin auch so unlogische Dinge und sowohl, sag ich mal, Handlungen von Protagonisten, als auch große Sachen, die für mich einfach keinen Sinn ergaben. Und da möchte ich euch ein paar Beispiele nennen. Innerhalb der Geschichte gibt es einen Moment, da kommt eine Flotte, eine Armee halt mit Schiffen und die legen ausgerechnet dort an, wo halt eine große Bergkette vor ihnen ist und wo sie nur durch so ein dünnes Nadelöhr Fluchtding hindurch können, was sich natürlich perfekt für einen Überfall eignet, wo dann auch eine kleine Gruppe an Menschen diese große Armee ziemlich reduzieren könnte. Und das wird sogar mal kurz erwähnt. Einer sagt, vielleicht sollten wir da nicht durchgehen und es gibt für mich keinen Grund, warum die es dann doch machen. Und zwar auch ohne Schilde. Die haben keinen Schutz. Und das war, glaube ich, nur um, ich weiß auch nicht, damit da nochmal eine kleine Schlacht reinkommt. Ich meine, bei Überraschung, ihr könntet ja denken, was dann passiert. Und die hatten doch Schiffe da, die hätten doch drumherum segeln können. Und Schiffe sind ja auch noch schneller als marschierende Fußsoldaten, meiner Meinung nach. Und ich verstehe nicht, warum die da durchgehen. Zumal es auch noch diesen kleinen Fehler gab, dass da dort stand, ja, wir könnten uns dem Kontinent auch von der Ostseite von Moon her nähern. Und bin ich jetzt die Einzige, die finde, dass Moon an der Westseite liegt? Warum ist das niemandem aufgefallen? Aber na gut. Dann kommt in diesem Buch natürlich auch ein ganz, ganz schlimmer Fall von The Chosen One vor. Zitat aus dem Traum, den beide haben. Das Schicksal der 4 Völker liegt in euren Händen und ihr müsst euch eines Tages in der echten Welt finden, denn nur dann können wir es schaffen. Und ich denke mir so, warum? Es gibt für mich ehrlich gesagt keinen ersichtlichen Grund, warum nur diese zwei es schaffen können. Und hört mich zu Ende, falls ihr es gelesen habt. Ja, ich weiß, dass im Buch eine Erklärung gegeben wird, die halt so auf Magie und Blut hinausläuft. Und nein, ich bin 2016 nach unzähligen Fantasy-Geschichten nicht mehr bereit, das als Erklärung zu akzeptieren. Es gibt in der realen Welt keine einzige Aufgabe, die irgendwie nur vom Nachkommen von XY gelöst werden kann. Also außer vielleicht Blut spenden oder eine Niere, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, etwas zu tun. Und ich kann es nicht mehr hören, wenn, ja, du bist der Nachkomme von XY, nur du kannst das. Das ist keine Begründung, meiner Meinung nach. An einer anderen Stelle betritt jemand, dessen Stimmbänder durchgetrennt wurden, eine magische Insel, also die magische Insel, und kann plötzlich wieder sprechen. Normal sprechen. Nicht irgendwie gedanklich sprechen, sondern derjenige kann wieder sprechen. Und auch das ist unlogisch. Man kann nicht einfach sagen, puff, Magie. Es ist vollkommen unlogisch, dass jemand, dessen Stimmbänder durchgetrennt wurden, wieder sprechen kann. Auch solche Sachen, es gibt hier ein Buch, das nur lesen kann, wer reinen Herzens ist. Das klingt irgendwie auch so nach so einer Digimon-Folge. Das kann ich nicht mehr so wirklich hören, sowas. Und dann gibt es eine Stelle, da will jemand in einen Palast und der Palast ist von einer Mauer umgeben. Das finde ich ja schon mal gut, die Sicherheitsvorkehrungen. Allerdings steht da dort, oh ja, er hat zufälligerweise 2 lose Steine gefunden und dann mit der nötigen Kraft konnte er einen der locker sitzenden Mauersteine aus ihrer Position schieben und durch das Loch auf das Gelände gelangen. Und da frage ich mich, was ist denn das für eine Mauer? Und vor allem, was ist denn das auch für ein Stein, der einerseits groß genug ist, dass ein erwachsener Mann da durchkommt und andererseits leicht genug, dass man das
unter den anderen Steinen einfach rausschieben kann? Und warum wurde die Mauer nicht vielleicht mit Zement oder mit irgendetwas Vergleichbarem gebaut? Das ist die Palastmauer, die muss was schützen. Warum sind da keine Wachen? Warum wurde die nicht ordentlich konstruiert? Das ist halt so, finde ich sehr, sehr, sehr zufällig, dass der nun auch gerade auf Körperhöhe ja dann so einen Stein gefunden hat, den der rausdrücken kann. Und ach, jetzt mal ganz ehrlich, das war mir etwas zu leicht für ihn, also zu zufällig. Dann noch eine Sache, die ich nicht verstanden habe, in der Vorgeschichte quasi dieses verlorenen Volkes, da steht immer, die wenigen Halbgötter, die überlebten und wussten, wie sie ins Himmelreich gelangen konnten, kehrten dorthin zurück. Aber sie waren eben keine echten Götter. Und so wurden sie krank und starben dort. Und bin ich der Einzige, der dafür gerne eine Erklärung hätte? Warum sterben die da plötzlich? Warum werden die krank als Halbgötter im Himmel? Warum wussten nur manche, wie man zurück ins Himmelreich kommt? Was ist hier los? Was sind das für Wesen? Warum wird man im Himmel krank? Wird nicht erklärt. Und das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen wie Nitpicking, als ob ich mir nur so einzelnes Haus picke, aber das wurde mit der Zeit wirklich auffällig. Und je weiter wir im Buch voranschreiten, desto öfter habe ich mir einfach nur so ein Fragezeichen, Ausrufezeichen oder ein großes Warum an die Seite geschrieben, weil mir einfach Erklärungen fehlen. Und Magie, ja, gerne. Aber es muss doch irgendwie so eine innere Logik für diese Welt geben, die ich hier leider nicht gesehen habe. Es gibt eine lesbische Beziehung und einen interessanten Blick auf Prostitution und die Machtverhältnisse, aber das konnte es dann auch nicht mehr so wirklich rausreißen. Meiner Meinung nach hätte dieses Buch vielleicht besser als YA, also als Jugendbuch, vermarktet werden sollen. Dann hätte ich zumindest mit diesem Beziehungsdrama und mit fehlenden Erklärungen irgendwie gerechnet. Beziehungsweise, um ganz ehrlich zu sein, dann hätte ich es nicht gelesen und in dem Fall wäre es vielleicht besser gewesen. Also meiner Meinung nach ist das kein sonderlich guter Fantasy-Roman für Erwachsene. Dafür fehlt einfach zu viel. Und das tolle, interessante Setting ist im Endeffekt halt nicht genug, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, vielleicht gehört ihr ja zu denjenigen, die es ganz, ganz toll finden, wie ich dann online später rausgefunden habe. Vielleicht habt ihr es ja auch schon gelesen, aber ich habe außerhalb von Lovely Books jetzt auch noch nicht viel darüber gehört. Ich glaube, die hatten so eine Leserunde oder so. Für mich war es leider nichts. Ist natürlich alles Geschmackssache und ich mag Fantasy-Geschichten, aber da hat mir einfach zu viel gefehlt. Dann danke ich nochmal dem Heine Verlag für das Rezensionsexemplar. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal und ich danke euch fürs Zuschauen.